Hallo zusammen, ja, heute habe ich für euch einen Alltagslook. Der sieht so aus. Ich zoome euch mal dran. Ups. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich den gemacht habe, dann bleibt am besten dran. Als ersten Schritt benutzen wir eine Eyeshadow Base und ich benutze die von Art Deco. Und die tragen wir auf einen kompletten beweglichen Augenlid auf und auch leicht unter der Augen, unterm Auge. So. Dann benutze ich einen Cremeschatten in so einem Rosé-Farbton. Ich habe jetzt hier einen von Maybelline, so ein Color Tattoo in der Farbe 65 Pink Gold. Ist halt, wie der Name schon sagt, so ein Pink Gold. Und den trage ich mit so einem kleinen Concealer-Pinsel auf. Aber ihr könnt ja nehmen, was ihr möchtet. Und das gehen wir auch auf das komplette bewegliche Lid. Aber nur bis zur Lidfalte und nicht drüber hinaus. Außer wenn ihr so wie ich Schlupflider habt, dann könnt ihr auch ein kleines bisschen drüber hinaus, damit man das danach auch etwas sehen kann, weil bei mir ist es sehr extrem. Ich habe sehr starke Schlupflider und wenn ich das jetzt nur auf das bewegliche Lid geben würde, dann wird man am Ende davon gar nichts mehr sehen. Wenn ich meine Augen dann öffne und dann ist alles verschluckt. Und immer bei so cremigen Produkten, wie jetzt zum Beispiel halt auch diese Cremeschatten, ist es am besten immer einen Pinsel zu nehmen, der keine Naturhaarborsten hat, weil der Durchlichter sich besser verteilen, verarbeiten. Und der Pinsel schluckt dann nicht so viel Farbe. Als nächstes nehmen wir einen so Pfirsich-Rosé-Farbton. Ich jetzt in meinem Fall wäre das hier das. Das ist aus einem Yves Saint Laurent Duo, die Nummer 23. Das wird man bestimmt gar nicht sehen, weil das so stark spiegelt. Wie gesagt, halt so ein... So ein Pfirsich-rosa Ton. Meiner hat jetzt noch so Glitzerpartikel drin, aber das könnt ihr halt entscheiden. Oder auch, könnt auch einen matten Farbton nehmen, je nachdem, was ihr ihm lieber mögt. Und dazu nehme ich einen ganz normalen Lidschattenpinsel. Nehme die Farbe auf und trage das halt jetzt auch überall da auf, wo ich jetzt den Creme-Lidschatten aufgetragen habe. Und ich vergesse jedes Mal, wenn ich ein Video filme, mein Handy auszustellen. Es tut mir leid. Ich sollte das jetzt wenigstens mal lauter stellen. Einen Augenblick. So, weiter kann es gehen. So, das ist in diesem Duo auch noch so ein schöner Braunton, der hat jetzt so silberne Glitzerpartikel. Moment. Und ihr könnt ja aber auch, wie gesagt, eine Farbe nehmen, die ihr da habt. Irgendwas Braunes würde ich jetzt empfehlen. Dazu benutze ich sehr gerne, um in der Lidfalte zu arbeiten, so einen von Essence. Ich glaube, der nennt sich Smoky Shader oder irgendwie so ein Smoky Ice Brush, irgendwie so. Und mit dem arbeite ich sehr gerne in der Lidfalte
Und dann nehme ich dieses Braun. Könnt auch einen anderen Ziehton nehmen. Klopft den leicht ab und gibt den dann ins äußere V und leicht in die Lidfalte. Wie gesagt, ich habe Schlupflider, dann darf ich nicht ganz in die Lidfalte reingehen, sondern muss ich etwas drüber hinaus. Aber wenn ihr keine Schlupflider habt, dann könnt ihr es ganz normal in die Lidfalte eintragen oder auftragen. Und noch leicht nach vorne ziehen. So. Diesen Look trage ich zurzeit sehr, sehr gerne, weil er halt schlicht und einfach ist, aber dennoch ein bisschen Farbe hat. Und ich finde jetzt gerade zum Übergang von Winter zu Frühling ist das ein ganz schöner Look. Gibt frische und ist aber auch nicht so aufdringlich. Also könnte mir auch gut vorstellen, dass man den in der Schule oder auf der Arbeit ganz gut tragen kann. So, das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Und ich arbeite mit kreisenden Bewegungen, um das auch gleichzeitig nicht so hart wirken zu lassen, und dadurch wird das auch schon mal sehr gut verblendet. Und versuchen auch beide Seiten gleichmäßig hinzukriegen. Sowohl vom Auftrag als auch von der Stärke. Also nicht, dass eine Seite mehr betont ist als die andere. Ich glaube, das ist in Ordnung. Dann könnt ihr die gleiche Farbe auch im unteren Wimpernkranz nehmen, aber ich entscheide mich dafür was Dunkleres. Das ist ein Anthrazitgrau, dunkler Grauton. Das ist von einem Catrice Duo, das nennt sich 070 Double Espresso Macchiato Please. Ich bin mir da nicht mal sicher, ob es den noch im Sortiment gibt, aber ich vermute schon. Und da benutze ich, wie gesagt, einen Grauton und einen Pencil Brush. Ja, halt so ein spitz zulaufender Pinsel. Nehme den Grauton auf und gebe den an den unteren Wimpernkranz. Aber auch nur so zum, ja, maximal bis zur Hälfte, würde ich sagen. Dann wird erstmal gut verblendet mit einem Blending Brush. Ups. Und verblende erstmal die Kanten nach außen. Und auch unterm Wimpernkranz gut verblenden. Da möchten wir keine harten Kanten haben. So, dann benutzen wir aus dem gleichen Duo so einen Cremeton. Ihr könnt da jeden beliebigen hellen Creme-Vanilleton nehmen, den ihr da habt. Und ich benutze ganz gerne so einen angeschrägten Pinsel. Der ist sehr fluffig und weich. Und damit nehme ich dann diesen creme-hellen Ton auf und gebe den unter meine Augenbraue. Verblende das nochmal mit der Farbe und ist auch gleichzeitig mein Highlight. Und gehe auch dann immer noch mal so in den Innenwinkel rein. Verblende dann noch mal, wie gesagt, gleich die Kanten. Und
Manchmal umrande ich das Auge nochmal, weil so ein heller Ton, der fällt ja nicht auf. Zumindest bei meiner Hautfarbe nicht. Und wie gesagt, setze das dann gleich nochmal unter die Augenbraue als mein Highlight. Und das Ganze auch nochmal auf der anderen Seite. Ich setze halt wie ein Pinsel erstmal so an mein Auge an und verblende das so. Und danach setze ich den so quer und setze den präzise unter meine Augenbraue. Nehme ich nochmal ein bisschen Farbe und dann switche ich den Pinsel und fertig ist es. Geht doch ganz schnell. Als nächstes werden meine Wimpern gekürt mit einer Wimpernzange und getuscht. Ich benutze dazu einmal von der Essence Stays On and On and On. Die Mascara benutze ich für meine unteren Wimpern, weil die so ein schönes kleines Bürstchen hat. So eins. Und für meine oberen Wimpern benutze ich von Maybelline Yarde The One by One Volume Express Mascara. Die ist so ähnlich wie die Volume Million Lashes. Hat so einen ähnlichen Effekt, hat auch so ein Gummibürstchen. Finde ich auch sehr gut, die Mascara. Und dann nochmal, um schön zu trennen und nochmal eine zweite Schicht drauf zu geben, benutze ich von Helena Rubinstein die Lash Queen Feather Collection. Weil einzeln finde ich die Mascara so nicht gut, weil die macht bei meinen Wimpern irgendwie gar nichts. Die sieht halt so aus, von der Seite so. Genau, und die gebe ich dann nochmal oben drüber. Und wenn ich das dann gemacht habe, sehen wir uns gleich wieder. So, wenn wir das haben, gebe ich jetzt noch auf die Wasserlinie, auf die untere und obere Wasserlinie in schwarzen Kajal. Meiner ist von MAC, der Smolder. Ist für mich einfach der beste auf der Wasserlinie. Und was ich aber noch sagen wollte, wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch Eyeliner ziehen. Ich würde in diesem Fall, wenn, einen braunen empfehlen, damit das nicht so hart ist. Aber ich möchte es natürlich halten und das ist, wie gesagt, auch ein Alltagslook. Und deswegen lasse ich den Eyeliner in diesem Fall weg. Ich habe noch einen kleinen Tipp für euch. Falls euer Kajalstift auf der Wasserlinie nicht so gut halten sollte, dann würde ich euch empfehlen, vorher mit einem Q-Tip die Wasserlinie einfach mal so entlang zu gehen und zu säubern und auch zu trocknen und dann direkt den Kajal drauf zu geben, weil er hält er einfach länger und lässt sich besser auftragen. Und ja, das war's soweit damit. Jetzt mache ich nur noch meine Augenbrauen und dazu benutze ich von Catrice den Eyebrow Stylist, das ist ein Augenbrauenstift, in der Farbe 020 Date with Ashton. Und da mache ich halt so kleine Strichelchen. Ihr könnt auch ein Augenbrauenpuder verwenden oder auch nur ein Augenbrauengel, wie ihr möchtet. Ich benutze zurzeit sehr gerne den Augenbrauenstift, weil das halt einfach sehr gut hält und ist auch schnell aufgetragen. Danach benutze ich hier diese Spule, die bei mir schon ziemlich übel aussieht, und kämme die Härchen einmal durch und verblende auch gleichzeitig den Augenbrauenstift, damit da halt auch keine harten Kanten sind. Als nächstes benutze ich so ein Augenbrauengel. Meins ist von Art Deco, ist schon fast leer und ja. Damit gebe ich das nochmal auf die Augenbrauen, um den nochmal zu fixieren. Und zum Schluss gebe ich noch Lippenstift drauf in einer natürlichen Farbe, auch so leicht nudig. Ich benutze die Farbe 010 Gentle Nude aus dem uralten Catrice Sortiment. Einige kennen bestimmt noch die Farbe.
Rouge habe ich schon aufgetragen. Das ist von aus der Catrice LE. Aus der Hollywood's Fabulous 40s, die 01 God with the Wind. Das ist so ein schöner rosa-rot Ton und den habe ich halt hier auf meine Wangen gegeben. Und konturiert habe ich mit Hoola von Benefit. Und ja, das war's auch schon. Das ist der fertige Look. Ich hoffe, er hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.